Ja, moin und Servus Leute, hier ist Double von Stream Overlays. Heute habe ich mir vorgenommen, mal so eine neue Serie zu starten. Die heißt Quick Tips. Das heißt, das werden im Prinzip Tutorials, nur ein bisschen kleiner und auch kürzer gehalten. Soll euch halt so auf die Schnelle mal zeigen, was ihr Cooles machen könnt in Photoshop. Heute geht es um das Thema Spiegeln, Spiegelschrift, irgendwas spiegeln, damit es einfach so aussieht, als würde es in der Luft stehen oder sich einfach im Boden irgendwie spiegeln. Ne? Ja, ich erstelle einfach mal ein neues Dokument. In dem Fall 800 mal 800 dürfte reichen. Fülle das mal mit einer dunklen Farbe. Noch ein bisschen dunkler. Dann schreibe ich hier einfach mal www.streamoverlays.com. Zum Bleistift. Mach es kleiner etwas. Wie seht ihr bei dieser Schrift, als zum Beispiel, gibt es kein Minus bzw. kein Bindestrich. Nehmen wir mal eine andere. Oder habe ich keinen gemacht? Ah, okay, ich habe keinen gemacht. So, lassen wir jetzt einfach ganz weiß. Duplizieren die Ebene. Ziehen die nach unten mit gehaltener Shift-Taste einfach runterziehen mit der Maus. Und dann ist eigentlich das Wichtigste, Rechtsklick auf die Ebene und dann Textrastern, dann wird es zur normalen Ebene und ist keine Textebene mehr. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten, Transformieren, vertikal spiegeln. So, das ist eigentlich im Grunde schon gespiegelt, ne? Sieht aber kacke aus. So, jetzt nehmen wir uns das Auswahlwerkzeug links oben, gehen da von unten bis ungefähr zur Hälfte, wählen wir das aus. Dann gehen wir auf Auswahl, Auswahl verändern, weiche Kante. Und dann müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Ich lasse das jetzt mal bei 15 und dann drückt ihr einfach Entfernen. Das macht ihr ein paar Mal. Jetzt einfach die Deckkraft runtersetzen. Ja, das ist im Grunde die Spiegelung. Ne? Sieht jetzt so aus, als würde sich im Boden spiegeln. Was könnt ihr noch so Schönes damit machen? Ihr könnt natürlich machen, dass es sich so irgendwie vom Untergrund abhebt und es dann aussieht, als würde es in der Luft schweben. Dazu füllen wir das jetzt mal weiß. Na, nicht ganz weiß. Nehmen dafür eine andere Farbe. So, und jetzt nehme ich das Auswahl-Ellipse-Werkzeug. Mache hier so einen relativ großen Kreis. Fülle den schwarz. Dann mache ich folgendes: Ich gehe auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher-Weichzeichner. Da gebe ich jetzt, bei 50 wäre zu viel, 25, ja. Dann mache ich folgendes: Steuerung T wieder zum Transformieren. Gehaltener Shift-Taste. So, jetzt müsst ihr wieder ein bisschen rum experimentieren, wie es am besten aussieht. Jo, das ist okay. Und auch hier könnt ihr mit dem Transformieren-Werkzeug
noch ganz spezielle Effekte irgendwie reinkriegen. Zum Beispiel sowas hier. Hier, damit sich es auf der anderen Seite ein bisschen mehr abhebt als vorne zum Beispiel. Ne? Ja, das war schon die erste Quick-Tipp-Serie. Ich hoffe, es hat euch irgendwas geholfen. Ja, und bis zur nächsten Serie. Bye bye.